Gibt es bei der Punktevergabe für Anna Betrug von RTL? Das vermuten zumindest manche Zuschauer auf Twitter und Co. Let's Dance-Fans wittern Betrug bei Bewertung von Anna Ermakova. Doch auch kritische Stimmen wurden laut. Einige Zuschauer sind jetzt schon gelangweilt oder gar genervt von Anna Ermakova. Ansonsten ist die Show natürlich auch pickepacke voll mit sehr vielen Highlights. Unter anderem Joachim Lambi als Karnevalsmann. Lief fast zu laufen, Jäckel. Jetzt geht er los hier. Hände in den Tisch. Bömmelrus Bonanza. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Folge Let's Dance. Endlich geht es wieder weiter und heute scheiden zwei Kandidaten aus. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr alles erfahren wollt, was so passiert ist. Und ich würde mich sehr über euren Support freuen. Abonniert gerne den Kanal und lasst eine positive Bewertung da. Diese Woche sind die Paare ja endlich wieder zusammen mit ihrem eigentlichen Partner und da freuen sich natürlich alle drüber. Auch die Julia. Seid es zurück, endlich. Wie geht's dir? Du bist wieder da. Ich bin wieder zurück. Ich wollte was sagen, wir haben Charleston. So. Vadim hat Julia nicht kaputt gemacht. Ich habe Chrysanthe nicht kaputt gemacht. Passt alles. Dass nichts kaputt ist, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ist natürlich nur die Frage, funktioniert das im Tanz auch? Das werden wir jetzt mal testen und der Anfang ist wirklich sehr lustig. Und die beiden tanzen in Charleston und ich find's richtig, richtig gut. Vor allen Dingen Julia mit ihrer positiven Ausstrahlung ist richtig gut dabei. Und die Ausstrahlung und auch das Gesicht und der Gesichtsausdruck von Julia, während sie tanzt, also für mich 10 von 10. Aber auch insgesamt, sie ist so dynamisch und so schnell, ich finde es wirklich richtig gut. Und im Einspieler vor dem Tanz haben die so eine, nicht Hebefigur, aber so eine Figur gezeigt, wo Julia sehr viel Angst hatte, die zu machen. Die Figur ist aber drinne geblieben im Tanz und obwohl Julia Angst davor hatte, hat sie es durchgezogen. Und ihr hört die Zuschauer, sie haben es auf jeden Fall mit einem Jubel quittiert. Ey, und wenn ihr mich fragt, dann ja, gibt der Frau mal 10 Punkte. Das ist ja ultra gut. Ich bin vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil ich Julia einfach liebe. Aber für mich war das wirklich ein absolut großartiger Tanz und ein richtig guter Start in den Abend. Ja, Danielito, das kannst du ganz laut sagen. Was für ein Opening! Danach der erste Pause! Auch Roche hat's gefallen und auch Lambi hatte durchaus positive Worte. War ganz okay heute, oder? Ja. Habt ihr euch wohl gefühlt? Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und das ist doch schon viel wert. Also ich sag mal, es war schon toll. Mensch, diese Positivität, die da aus dem Lambi rauskriecht, die ist wirklich großartig. Hoffen wir, dass es bei den Punkttafeln nicht ganz so gemächlich ist. Jorge González. Neun. Yes! Mozzi Mabuse. Neun. Danke. Und Joachim Lambi. Neun. 27 Punkte ist auf jeden Fall ein richtig gutes Ergebnis, auch wenn ich nicht zu 100% verstehe, wieso es da nicht von Jorge wenigstens eine 10 gab. Also ich fand das wirklich, für mich war es einfach großartig. Aber die Punktevergabe ist ja eh immer so eine gewisse Sache und auch bei der nächsten Kandidatin. Wir kommen nämlich jetzt zum Hoch-Hoch-Hoch-Favorit Anna Ermakova. Ich hatte nie gedacht, dass Leute mich so mögen und unterstützen. Ja. So, ich bin sehr, sehr dankbar. Und man kann ja sagen, was man will, aber Anna gewinnt ja auch gefühlt jede Telefonabstimmung. Deswegen hat sie ja auch diesen Extrapunkt letzte Woche gewonnen. Aber es gibt auch kritische Stimmen, denn Anna bekommt immer sehr viele Punkte, durchgehend. Und bei ein, zwei Tänzen fand ich es auch schon vielleicht ein bisschen übertrieben. Und so wurde auch in der Presse getitelt, Let's Dance-Fans wittern Betrug bei Bewertung von Anna Ermakova. Doch auch kritische Stimmen wurden laut. Einige Zuschauer sind jetzt schon gelangweilt oder gar genervt von Anna Ermakova. Boah, auch wenn sie gut tanzt, es nervt wirklich, dass sie immer so gehypt wird. Egal von wem. Und dieses Gekreische und Rumgehüpfe bei jeder 10, als ob es nicht vorher schon klar war, kommentierte ein Fan auf Instagram.
Sie tanzt toll, ist aber vollkommen übermäßig gepusht, gehypt und überbewertet. Meine Meinung. Motzt diese Zuschauerin. Absolut überbewertet, meckert auch dieser Fan. Ihr seht also, es gibt durchaus kritische Stimmen, aber die gibt es ja immer und das ist natürlich auch kein Beweis. Mich würde natürlich gerne eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Eins und zwei, drei. Und das Beste, was Anna gegen kritische Stimmen machen kann, ist natürlich aufs Tanzparkett gehen und eine unfassbar gute Leistung abliefern. Und das gucken wir uns jetzt mal an, ob das diesmal geklappt hat. Und es fängt auf jeden Fall schon sehr gut an und wo sie auch sehr viel Übung reingesteckt haben, ist, dass sie das Gefühl miteinander richtig rüberbringen können. Deswegen wurde es auch für Anna hinterher sehr emotional. Und das ist jetzt nur ein langsamer Walzer, aber die beiden machen das wirklich auf einem sehr hohen Niveau und die Bewegungen von Anna sind auch alle wirklich on point. Was auch nicht fehlen darf, das ist der gute alte Zirkel. Aber was soll man sagen, also ich kann diesen Tanz auch sehr schlecht in kurzen Abschnitten richtig zusammenfassen. Ihr müsst euch den komplett angucken, weil es geht auch richtig viel um die Stimmung und der war schon ziemlich perfekt, der Tanz. Loving you will still. Und dann fragt man sich natürlich, gut, das war heute wieder richtig stark, also da kann selbst ich nicht meckern, wenn die diesmal 30 Punkte kriegt. Anna, das war extraordinary. Ich habe mir jetzt auch richtig geschrieben, weil das ist außergewöhnlich. Das war exzellent, das war ausgezeichnet. Das war euphrodisiak, das ist euphorisch, das war, Anna, das war super. Aber man muss natürlich dazu sagen, ja, heute könnte ich 30 Punkte verstehen. Das ändert natürlich nichts daran, dass es schon mal anders war. Für meine Gefühle. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, Anna ist einfach die Top-Favoritin. Daran wird sich, glaube ich, nichts mehr ändern. Dass es Let's Dance 16 Jahre gibt und das war wahrscheinlich der beste langsamer Walzer in Let's Dance gab, ja, seit Beginn dieser Show. Ihr merkt schon, die Jury ist auch komplett auf einer Seite und sie kriegt im Grunde auch schon gespoilert, wie viele Punkte sie kriegt. Und leider, diese Zahl ist nicht genug. Nee. Wir können nicht mehr als das geben. Und wir wissen, Joachim Lambi ist wirklich sorgsam mit seinen Worten. Aber wenn selbst er keine Steigerung mehr hat, dann wissen wir, irgendwie ist sie doch gut, glaube ich. Ich kann nur eins sagen, du bist sowas von weit weg in, ja, in diesem Jahr. Das ist schon brutal und du lieferst jede Woche so ab und das ist sensationell. Yeah. Kann noch irgendjemand Anna Ermakova einholen? Ich meine, im Finale, wenn am Ende trotzdem beide auch 30 Punkte bekommen, dann können die Zuschauer es ja auch noch kippen. Aber ich glaube, Anna hat auch die Zuschauer auf ihrer Seite, oder? Jorge González. 10 Point. Mozzi Mabuse. 10. Und Joachim Lambi. 10. Schreibt mir auf jeden Fall alle eure Gedanken zu dem Thema in die Kommentare und natürlich auch zu jedem anderen Tanz. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ich lesen kann. Und einer, der wahrscheinlich auch relativ viele Kommentare von euch triggern könnte, das ist der Knossi, denn zu dem kommen wir jetzt. Knossi! Oh, wie schön, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch. Oh. Ich habe dir Blumen mitgebracht. Team Royal ist wieder da. Ich bin sehr happy. Endlich ist mein Dreamteam wieder zusammen, Knossi und Isabel. Ich liebe es und ja, die beiden wollen dieses Mal ein Paso Doble tanzen. Das könnte schwierig werden. Tak, 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 tak. Ja, eigentlich für einen Menschen nicht machbar. Sei mal nicht böse. Es ist auf jeden Fall schön, dass sie beide Knossi auslachen. Und ja, ein Paso Doble und Knossi, also das kann eigentlich nur gut werden, oder? Ich habe noch nie mit dem Stier gekämpft, aber es soll so aussehen in dieser Show, dass das mein täglich Brot ist. Ich glaube auch gerade wegen unserer Song
wirst du den Paso Doble noch mehr spüren. Und das ist auch eine Sache, die mich überrascht hat. Die tanzen nämlich ein Paso Doble zu Let Me Entertain You. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es ist wirklich ein wilder Ritt. Und ihr müsst unbedingt während den ganzen Clips jetzt auf Knossis Gesicht achten. Und das Opening, von der Decke herunterschweben, ist natürlich schon mal einem Superstar würdig. Ja, und so schlecht war es jetzt auch noch nicht. Ich meine, er stand halt noch die ganze Zeit auf einem Fleck. Das hat schon mal gut getan. Ja, und ich meine ganz im Ernst, Leute, ne? Wenn eine Sache richtig on point ist, dann der Ausdruck im Gesicht. Da merkst du gar nicht, wenn der Rest vielleicht ein bisschen woanders ist. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die wir so an Knossi lieben. Sein Ausdruck, seine Ehrlichkeit und diese unendliche Energie. Und wahrscheinlich lieben wir auch ein bisschen an ihm, dass er auch so ein Körperklaus ist wie die meisten von uns. Ist ja grundsätzlich auch ganz sympathisch. Ja, so der ein oder andere Move, ne, der wäre auch, den kenne ich glaube ich auch von Mallorca, ne, aus dem Ballermann von Knossi. Und das ist natürlich auch eine unfassbare Cook-Empfehlung, sich diesen Tanz nochmal komplett anzugucken und auf sich wirken zu lassen. Joachim Lambi hatte damit auch seine Probleme. Ja, das ist ja irre, das ist irre. Ich, weißt du, wenn du alleine nur an dein Gesicht siehst, den ganzen Rest vergisst, nur das Gesicht, dann denkst du, hör mal, der hat sie nicht mehr alle. Der ist vollkommen durch. Es ist so lustig, ne? Aber es ist auch so schön, weil gefühlt kannst du so eine Jurybewertung auch wirklich nur bei Knossi bekommen, weil der das natürlich auch, für ihn ist es halt auch irgendwo ein Lob. Weil ich mag das ja, wenn hier jemand wirklich sich den, so auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißt. Also der war auf. Ja. Ich glaube, das ist die lustigste Jurybewertung, die ich je in meinem Leben in irgendeiner Castingshow jemals gesehen habe. Und es wird auch noch besser. Wichtig, wichtig. Isabel hat überlebt. Ja. Ja. Isabel! Nicht tot! We need you. Und tatsächlich hat Lambi dann auch noch probiert, ein bisschen irgendwie, ein bisschen richtige Kritik anzubringen, auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig war. Du musst das Ding natürlich so ein bisschen noch gestalten. Also wenn du so in einer Stierkampfarena agieren würdest, dann würde ich dir gar nicht mehr rauskommen. Der Stier wird, der wäre weg. Der wäre 100 Kilometer, er wäre von Madrid nach Barcelona alleine über der Autobahn gelaufen. Ja? Also. Hat nicht ganz geklappt mit der komplett fachlichen Kritik, aber ja, da fragt man sich natürlich auch, wie viele Punkte wir es wohl dafür geben. Vorher wollen wir aber auch nochmal den Eindruck von Knossi selbst hören. Auch wenn ich da so aussehe, wie wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich Isabel fressen will. Ich will sie ja nicht fressen, aber ich habe so viel Spaß dabei. Ich kann auf mein Gesicht nicht kontrollieren und Isabel meint aber, der Ausdruck super. Super. Es war auch gut. Super, ja. Also uns. Die beiden sind einfach das perfekte Pärchen und ich glaube, Isabelle ist wirklich die perfekte Tanzprofi-Frau für Knossi. Ich liebe es, was Isabelle da aus dem Knossi rausholt. Wirklich ganz, ganz viel Liebe einfach in die Richtung. Das ist wirklich großartig. Und von der Jurybewertung konnten wir auch nicht hundertprozentig ablesen, wie viele Punkte es geben wird. Ich sag schon mal so, es wird überraschend. Ach. Oh! Mozzi Mabuse. 7! Und Joachim Lambi. 9! 24 Punkte! Joachim! Und ich will nicht zu viel spoilern, aber man müsste das im Nachhinein, wenn irgendwann vielleicht auch die Zuschauervotings öffentlich sind, nochmal nachvollziehen, ob dieser eine Punkt eventuell eine riesengroße Bedeutung hatte. Aber wahrscheinlich eher nicht, aber man sollte es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Aber eine 9 von Lambi war natürlich, das hat den Knossi auch nicht mehr ruhig an seinem Platz stehen lassen. Da gibt's eine fette Umarmung.
Lampidol! Es ist einfach wild, wenn Knossi da ist und ich liebe es. Vielleicht nervt es auch den einen oder anderen, aber ich liebe es von ganzem Herzen. Und es war auch da oben einfach noch so lange Party und keiner konnte es glauben. Es gab nicht mal eine Abmoderation von Victoria. Daniel musste einfach mal irgendwann weitermachen. Das gibt's nicht! Was ist das? Was ist das? So, meine Damen und Herren, damit ist Runde 1 komplett. Was ein legendärer Auftritt. Das, ja, das ist, glaube ich, Let's Dance Geschichte. Machen wir aber weiter mit Sharon Batiste und die hat ja auch ein bisschen Geschichte geschrieben, diese Staffel. Ja, ein bisschen polarisierend. Viele unschöne Kommentare momentan zu bekommen. Habe ich jetzt das erste Mal so richtig erlebt, muss ich sagen. Und klar muss man sagen, dass diese Kommentare natürlich gar nicht gehen. Ich bin auch dann immer wieder überrascht, wie ein so unfassbar hübscher Mensch wie Sharon, wie die überhaupt in der Lage ist, sich von irgendwelchen Kommentaren, die dann ihr Äußeres auch angreifen, auch wegen der Glatze zum Beispiel, dass die davon getroffen werden kann. Weil ich kann mir nur vorstellen, wie das Leben ist, wenn man so hübsch ist. Aber natürlich können solche Dinge treffen. Ich ärgere mich selbst darüber, dass es mich ärgert. Und dabei vergesse ich aber, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und dass ich, glaube ich, damit klarkommen muss. Dieses Rauschen gibt es immer und irgendeiner kriegt auch mal ein bisschen mehr Rauschen ab. Aber ich glaube, man sollte sich auch einfach mehr auf die positiven Dinge konzentrieren. Auch wenn das durchaus schwer fallen kann manchmal. Aber Sharon hatte auch Spaß in der Woche beim Training und vor allen Dingen auch Spaß mit Christian. Also Christian, mittlerweile mag ich dich. Okay, ich mag dich auch ganz gern. Ich würde sagen, das ist eine gute Grundlage, um jetzt in den Tanz reinzusteigen. Und bevor ich irgendwas zu dem Tanz sage, guckt euch bitte Sharon an. Guckt euch dieses Kleid an. Sie sieht heute einfach wieder wirklich absolut fantastisch aus. Und mir persönlich gefällt der Tanz sogar relativ gut. Vor allen Dingen, was ich bei Sharon auch einfach so richtig gut finde, ist ihr Ausdruck. Die ist so professionell in ihrer Attitüde einfach, in ihrer Ausstrahlung, in ihrer Aura. Es ist so wahnsinnig, finde ich. Ja, und für mich ist Sharon auch einfach so eine Kandidatin. Für mich ist die auch eine Mitfavoritin auf den Titel. Aber irgendwie kommt das nicht so ganz bei der Jury an. Also, mir gefällt's. Der Tanz ist dann vorbei und in der Endpose, es ist mir nur aufgefallen, ne? Die Nase von Christian, die nimmt einen Zug. Ich gehe mal davon aus, dass das doch zu Choreo gehörte. Also kleiner Spaß am Rande. Gucken wir mal, was die Jury sagt. Herr Lambi, wie hat's Ihnen gefallen? Ich weiß es noch nicht. Wissen Sie noch nicht? Nehmen Sie mal einen Horche zuerst. Gerne. Gerne tue ich das. Ja, okay, und es ist auch ein bisschen untypisch, dass der Lambi erstmal nochmal abgibt. Ich gab's das schon öfter. Roche ist aber auf jeden Fall begeistert. Und das heute, das mir eine super Energie, mir ein super Elan, super Kicks. Du warst so frei. Du hast sogar Christian dominiert, weißt du? Du hast gesagt, diese Bühne gehört mir. Der Herr Lambi hat dann irgendwann aber noch die Worte gefunden und er hat auch eine ähnliche Auffassung von Sharon wie ich. Was du super hast, ist deine Mimik, deine Ausstrahlung. Das ist schon der Hammer hier auf der Fläche, weil da fällst du natürlich brutal auf und das sieht immer gut aus. Er hat aber auch ein paar kritische Worte und ich finde es halt an der Stelle auch wieder ein bisschen unverhältnismäßig, was die Punkte dann gleich angeht. Es ist manchmal zu gerade zum Schluss auch. Du kommst leider ins Hohlkreuz, bis hier oben dann gerade, bist leider oft gerade. Und ich meine, gut, da mag ein bisschen Kritik angebracht sein und ich habe jetzt von dem Fachlichen, ne, von der Technik auch nicht so unfassbar viel Ahnung, aber die Punktevergabe finde ich dann halt einfach doch irgendwie ein bisschen zu schlecht. Nein! Mozzi Mabuse. 8!
und Joachim Lambe. 7. Das sind halt nur 24 Punkte. Damit ist man schon fast ganz unten. Also im Vergleich zu anderen finde ich das dann einfach viel zu schlecht bewertet. Ich kann mir da einfach nicht helfen. Wir machen aber weiter mit einem anderen Geheimfavoriten, wenn man so möchte. Und zwar der Philipp Boy. Der ist ja auch immer relativ gut dabei. Und der ist auch froh, wieder seine Partnerin zu haben. Uiuiui. Uiuiui. Also, ich sollte bei Let's Dance meine Männlichkeit finden, ich sollte den sexy Blick herausarbeiten und jetzt soll ich noch weich sein. Kein Problem, kriege ich hin. Und das Thema hat auf jeden Fall gefruchtet. Er war sehr weich in dem Tanz und wir sehen jetzt die Eröffnung des Tanzes, wo er noch alleine ist und das soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, die Komplimente für die Männer. Philipp Boy ist einfach fucking wunderschön. Muss auch ein gutes Leben sein, wenn man so ein hübscher Mann ist und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch mit so einer hübschen Frau tanzen darf und dann, wenn das dann auch noch so gut aussieht. Und dafür, dass es, glaube ich, ein Walzer war, haben die wirklich coole Elemente mit eingebaut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann hatten sie natürlich auch so eine Hebefigur mit eingebaut, die jetzt nicht so spektakulär war. Aber ich fand dieses ja, Pendelartige mit den Beinen schon ziemlich cool am Ende. Und man kann sagen, was man will, aber das war wirklich ein sehr solider und guter Tanz und der ist auch gut bei der Jury angekommen. Ich finde, das war eine ganz tolle romantische Darbietung zwischen euch. Wirklich, habe ich so angeschaut, das war eine Atmosphäre, ganz toll, wirklich auf dem Punkt. Und natürlich sind wir neugierig, was die Punkte sagen. Und wenn man hier jetzt wieder Sharon zu vergleicht, verstehe ich nicht, warum das so ein Unterschied in den Punkten ist. Jorge González. 9. Mozima Busi. 9. Und Joachim Lambe. 9. Wieder 7. Versteht mich nicht falsch, Philipp Boy war wirklich gut, aber ich würde Sharon halt auch 27 geben. Naja, kommen wir zu unserem Lieblingshandballer im Teilnehmerfeld, zu unserem Mimi. Wenn ich das jetzt so slapstickmäßig anschaue, dann glaube ich, dann ist es Charleston. Oh. Wow, ist sehr es? Gut. Ja, stimmt das? Ist es Charleston, ja. Und ich weiß nicht, der Charleston ist irgendwie so mein Lieblingstanz geworden, weil der jetzt immer so richtig gut nach vorne geht und lustig und fröhlich ist. Und irgendwie liebe ich das, wenn ich da mir Tänze angucke. Schauen wir mal, wie Mimi sich anstellt. Und Mimi hat hinterher erzählt, dass er 13 Kilo abgenommen hat. Er ist also schon ein bisschen drahtiger und schmaler geworden. Und das sieht man auch, er ist wirklich sehr beweglich und ich finde auch, der sieht auch richtig gut aus, so in seiner momentanen Form. Und die Hebefigur fand ich wirklich richtig cool. Der hat die einfach in der Luft umgedreht. Das war verrückt. Ja, und wir haben ein paar typische Charleston-Elemente, aber wie gesagt, ich lieb's. Und sie haben auch wieder ein richtig gutes Ende gefunden, Hebefiguren und all das Ganze. Das kann der Mimi mit seiner Kraft natürlich richtig gut. Und ich brauche euch nichts erzählen, das hat natürlich auch die Jury komplett gefeiert. Mimi, du warst sehr dynamisch, mit viel Energie, du warst musikalisch. An mir, was hat gefallen ist, dass ich habe gemerkt, du hast riesig Spaß. Ja, war richtig dabei. Und die Bewertung für Mimi ist auch gut, grundsätzlich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, aber auch sehr gefährlich. 8. Mozima Busi. 8. Und Joachim Lambe. Ach, yes! Das sind 24 Punkte. Das hört sich erstmal nicht so verkehrt an, aber da werden wir am Ende nochmal drauf gucken müssen. Jetzt kommen wir zu den Wackelkandidaten und eine davon ist natürlich Chrisanti. Ich bin sehr gespannt, ob sie sich steigern kann und ob sie heute die Show übersteht. Hast du mich vermisst? Voll. Ich kann es dir jetzt sagen, wie es mit Jolt war. Sag. Mit Jolt hatte ich mehr Pause. Ja.
Und natürlich möchte sie alles geben, aber die Woche war für sie auch wieder sehr, sehr anstrengend und es verlangt ihr wirklich alles ab. Ich glaube, mich setzt unter Druck, dass ich körperlich nicht so komplett fit bin. And eight. And one. Ja. Und deswegen ist die Woche einfach blöd. Sorry. Die beiden tanzen im Paso Doble und ich liebe schon das ganze Setting. Ich finde Fackeln auch irgendwie richtig cool. Und den Paso Doble macht sie gar nicht so unfassbar schlecht, wobei ich schon so ein bisschen Energie und Ausdruck vermisse. Auf mich persönlich wirkt es so ein bisschen, als wenn sie nicht so hundertprozentig drinne ist mit wirklich vollem, mit voller Überzeugung, aber ja. Sie macht das aber trotzdem richtig gut und es ist auf jeden Fall eine Steigerung zu diesen ganz schlechten Auftritten, die wir am Anfang hatten. Und dementsprechend findet Joachim Lambi auch positive Worte, aber auch ein paar negative. Ich fand, die Atmosphäre war gut. Dein Einsatz hat heute gestimmt. Das fand ich alles sehr gut. Leider waren einige technische Dinge, die nicht so geklappt haben. Und dann fragt man sich natürlich, wie viele Punkte kann sie bekommen? Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Sharon 24 bekommen hat, ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das fair ist. Jorge González. Acht. Mozzi Mabuse. Und Joachim Lambi. Sieben. Man muss aber dazu sagen, dass das hier schon eine Bedeutung hat, dass sie nur 7 von Lambi bekommen hat, denn mit 23 Punkten ist sie tatsächlich auf dem vorletzten Platz gelandet. Ein anderer Wackelkandidat ist natürlich Ali und bei dem wäre ja eigentlich auch schon vorbei gewesen. Ausgeschieden wäre Ali. Das hat mich schon emotional ein Stück mitgenommen, muss ich schon sagen. Aber er hat seine Christina wieder und für Rumjammern ist auch gar keine Zeit. Und das ist auch nicht Alis Ding. Der geht wieder Vollgas rein in den Tanz. Auch ein Paso Doble. Und im direkten Vergleich ist er, glaube ich, technisch auch noch mal ein bisschen schlechter als Crisanti. Aber guckt mal in sein Gesicht. Also das Gesicht ist auf Sendung. Durchgehend, 100%. Vielleicht sogar 120. Und man muss sagen, es sieht nicht so richtig hundertprozentig gekonnt bei ihm aus, aber es ist einfach so goldig und lustig und es macht so viel Spaß, ihn zu sehen. Und er hat dann auch noch einen Solo-Part und am Anfang dachte ich, das wird ein Fortnite-Tanz und dann ging es irgendwie in Hey Macarena rüber. Ich frage mich, ob das so gewollt war oder ob das improvisiert war. Ich weiß es tatsächlich nicht. Der Einsatz hat aber auf jeden Fall gestimmt. Und Lambi hat dafür auch die passenden Worte und da kann man sich, denke ich, auch einfach nur anschließen. Du haust das Ding hier raus. Egal, ob du gut aussiehst, egal, ob du schlecht aussiehst, egal, ob die Schritte stimmen. Und das ist natürlich, weil du hast dein Herz hier. Ja, ja. Und das ist das, was auch der Zuschauer merkt, was so schön ist. Das einzige Problem an der Sache ist natürlich, klar, das macht Spaß, das sieht jeder gerne. 30 Punkte kriegst du dafür leider trotzdem nicht. Jorge González. 7. Sehr gut. Sehr gut. Mozzi Mabuse. 7. Sehr gut. Und Joachim Lambi. 6. Wow. Wow. Das sind 20 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal 20 hatte. Ich glaube schon. Ist natürlich für ihn eine grundsätzlich gute Punktzahl. Wird aber natürlich schwierig, denn das ist der letzte Platz und heute fliegen ja 2 Leute raus. Dann kommen wir zu unserem Team Ekaterina und Timon. Und bei den beiden gibt es so ein bisschen Gerüchteküche, ob bei denen was läuft. Es soll ja auch so sein, als ob Ekaterina einen Freund hat, der sehr eifersüchtig ist und der sogar will, dass sie aufhört. Wenn es da mehr Infos geben sollte, werde ich euch natürlich in irgendeiner folgenden Sendung auch mal davon berichten. Das war so ein komisches Gefühl, dich mit einer anderen Tanzpartnerin zu sehen. Feel like this.
Und die beiden tanzen auch einen sehr emotionalen Tanz und es hat auch wirklich eine Persönlichkeit. Sagt man das so? Wir tanzen zum Lied Halleluja. Und es ist nicht nur irgendein Lied, sondern... Das ist mein Lieblingslied. Ich habe mich so gefreut für dich. Ich finde dich extra schön drauf zu tanzen. Und das ist doch einfach nur goldig, wie Ekaterina strahlt und sich freut. Und das ist auch wieder ein Tanz, den muss man wahrscheinlich komplett gucken, weil die Stimmung, die Emotionalität in diesem Tanz, die war wirklich absolut high level. David played and pleased the Lord. Und ob bei den beiden was läuft oder nicht, was man auf jeden Fall sagen kann, beides wunderschöne Menschen und zusammen sehen die auch einfach richtig gut aus. Ja, und der Tanz war wirklich echt richtig, richtig schön und auch einfach sehr emotional und es war richtig, ja, ich glaube im Studio war das nochmal um 1000 Mal besser. Und ich finde, Timon ist durchaus ein guter Tänzer, aber man muss auch mal dazu sagen, Ekaterina ist so hübsch, hat so eine unfassbare Ausstrahlung, ist auch einfach so gut in dem, was sie macht. Nicht umsonst hat sie ja irgendwie die letzten 3 Mal gewonnen oder so. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schön anzugucken. Und mit der ganzen Vorgeschichte, die sie dann erzählt hatten, ist das Ende auch wirklich ein Traum. Und auch die Jurybewertung war auf jeden Fall, ja, auf Timons Seite. Ich mag, wie du deine Partnerin behandelst. Bei jedem Übergang bist du da für sich. Man fühlt sich nie gestresst und dafür strahlt sie. Und in meiner Definition von was macht ein Mann beim Tanzen, ist deine Partnerin gut aussehen lassen. Auch wenn Herr Lambi, wie immer, nicht hundertprozentig weiß, ob er jetzt meckern soll oder nicht. Bin hin und her gerissen heute. Im Positiven wie auch vielleicht leicht im Negativen. Ich liebe euch als emotionales, als gemeinsames Paar und ich möchte für die Zukunft von euch, dass das Handwerkliche noch besser wird. Man muss dazu sagen, er hat auch wirklich sehr lange erklärt, was handwerklich jetzt nicht hundertprozentig perfekt war. Das ist ja auch das Gute an Herrn Lambi. Er ist schon sehr kritisch, aber er erklärt auch richtig, richtig, richtig viel. Gucken wir mal, wie das in den Punkten ausschaut. Jorge González. 9. Mozzi Mabuse. 8. Dankeschön. Und Joachim Lambi. 7. Dankeschön. Ja, die 24 ist momentan auch wieder so eine Base, wo sich sehr viele tummeln und das wird auf jeden Fall nochmal knapp, vor allen Dingen, weil wir auch noch die Jury-Tänzer haben und es da ja auch noch Punkte zu bekommen gibt. Und bei diesen Jury-Tänzen sind wir jetzt auch angekommen und wir starten mit dem Tanz von Team Mozzi. Team Mozzi. Und Mozzi hat sich tatsächlich auch ein bisschen in den Tanz integriert. Mit Tanzen tun übrigens Anna Ermakova, Julia Beautix und Chris Santi. Und wenn Chris Santi mit Julia und Anna in einem Team am Tanzen ist, dann könnte man das Gefühl bekommen oder die Angst bekommen, dass sie komplett untergeht. Aber tatsächlich war genau das Gegenteil der Fall. Man muss wirklich sagen, Chrisanti ist überhaupt nicht aufgefallen und das im positiven Sinne. Also es war überhaupt nicht zu sehen, dass die irgendwie schlechter tanzt als Julia oder Anna. Das war wirklich eine richtig gute Leistung von ihr. Ja, und wir haben ja gesehen, der Tanz hat angefangen mit Mozzi und der Tanz hat tatsächlich auch geendet mit Mozzi. Sie hat jetzt nicht richtig mitgetanzt, aber es war schon ein sehr schönes Setting. Und ich habe das mit der Chrisanti tatsächlich schon während dem Tanz gedacht und ich war dann natürlich sehr froh und sehr glücklich, als Herr Lambi das dann nochmal bestätigt hat. Und ich habe so gedacht, Mensch, hält die Chrisanti das mit? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, du hast hier besser getanzt als heute in deinem Einzeltanz sogar noch. Und das finde ich gut.
Ja. Und das kann für Chrisanti auch nochmal richtig wichtig werden. Sie kriegte keine Einzelpunkte, aber sie tanzte auch mit Anna und Julia und mit Mozzi und es war ein sehr guter Auftritt. Die Besten von den drei Gruppen kriegen nämlich 10 Punkte, die Zweitbesten 8 Punkte und die Drittbesten 6 Punkte. Und damit kann sich natürlich nochmal alles ändern. Kommen wir aber zu Team Jorge. Chicas! Chicago! Und bei Team Roche ist so ein bisschen was Komisches passiert. Der ist am Anfang auch mit auf die Bühne gegangen. Ich weiß nicht, ob da was schief gelaufen ist, weil der war da wirklich hier sehr, sehr lange. Er hat dann danach noch mal 10 Sekunden gefühlt an diesem Ding rumgebastelt. Irgendwie ist da, glaube ich, was schiefgelaufen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber dann hat es angefangen und es war auch wirklich sehr, sehr wild und sehr gut. An der Stelle muss man natürlich sagen, sehr gut, dass ich jetzt nicht hinter diesem Gitter war, denn ich hätte nicht durch die Stangen durchgepasst. Es war aber wirklich ein sehr guter Tanz und wen man hier auch wieder herausheben muss, ist einfach Sharon Batiste, die mit 2 Profitänzerinnen hier tanzt und sie ist in der Mitte und man merkt wirklich zu 0,0%, dass das nicht auch eine Profitänzerin ist. Und auch hier wieder wirklich dicken Lob an Sharon. Das war wirklich eine absolut grandiose Leistung. Ich bin wirklich sehr zufrieden, sehr glücklich. Wir haben hart gearbeitet. Mit einer fantastischen Sharon, die, ich würde sagen, 3 Klassen besser getanzt hat als heute im Jive. Ja. Das ist so. Und ich fand den Jive auch nicht so schlecht. Also, weiß ich nicht. Aber kommen wir zu dem letzten Jury-Tanz. Lambi. Das lief auf jeden Fall schon mal nicht hundertprozentig gut, aber Joachim Lambi hat sich wirklich was überlegt und auch richtig Einsatz gezeigt. Und falls ihr sich erkannt habt, der Fahnenträger ganz vorne, das war tatsächlich Joachim Lambi und er hat dann auch eine Püttenrede gehalten, sagt man das so? Lief fast zu laufen, Jäckel! Jetzt geht los hier! Hände in den Tisch! Bömmelrus Bonanza! Und dann wurde getanzt und ja gut, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es war vielleicht ein bisschen einfach, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht beim Zugucken. Ich bin aber auch so jemand, wenn ich so Musik höre, bekomme ich einfach sofort Lust, selber zu feiern. Mir hat der Auftritt sehr gut gefallen, aber ich kann euch schon mal spoilern, die kriegen tatsächlich die wenigsten Punkte. Und was ich am besten fand, ist das Ende, die Kameraeinstellung mit dem ja, Konfetti oder was auch immer, diese Girlanden, keine Ahnung, diese Sachen, die dann so in die Kamera fliegen. Ich finde das Bild so geil. Sie hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und Joachim Lambi hat am Ende sogar noch ein Kölsch serviert für alle. Also, die Presse. Oh. Morgen steht in der Bild-Zeitung besoffen und heute auch noch Bier. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das morgen in der Bild-Zeitung steht. Auf jeden Fall haben sie ein Bierchen getrunken, also ein Kölsch. Und der Lambi hatte auch noch was zu sagen. Schöne Grüße an das Festkomitee Kölner Karneval, die mir leider nicht geholfen haben. Ja, da kann man nichts machen, aber angeblich machen die nur was während Karneval. Naja. Es ist, wie es ist, ne? Dafür wurde Joachim Lambi nochmal richtig gefeiert. Ja, und dann kommen wir zur Punktevergabe von den Jury-Tänzen. Und ich habe ja schon gespoilert, die wenigsten Punkte, das sind 6 Stück, bekommt die Gruppe Lambi. Es gibt dafür 6 Punkte? Ja. Es tut mir leid, mein Team. Oh, ehrlich? Oh, Herr Lambi. Deutschland ist enttäuscht. Ey, ich finde Mozzi mit ihren Kommentaren immer so lustig, ne? Deutschland ist enttäuscht. Es ist einfach großartig. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer kriegt die 8 Punkte und wer kriegt die 10 Punkte? 8 Punkte. Team Jorge González. Ja!
Punkte. Damit 10 Punkte für Mozzi. Ja, und das ist tatsächlich relativ wichtig, weil das verändert einiges. Crisanti zum Beispiel, das werden wir gleich sehen, geht auf den 3. Platz dadurch. Und der Leidtragende ist vor allen Dingen Mimi, denn der rutscht runter auf den 4. Platz. Und ihr seht jetzt hier, das Problem ist nicht nur, dass Mimi auf den 4. Platz gerutscht ist. Dadurch, dass die anderen alle punktgleich sind, hat er auch noch 3 Punkte Rückstand auf den nächsten. Und Ali hat dadurch sogar 4 Punkte Rückstand. Und wie ihr seht, Crisanti ist auf dem 3. Platz. Die ist fast, ja, die ist vorne mit dabei. Ist das fair? Man weiß es nicht genau. Es ist halt, wie es ist. Da kann man jetzt nichts machen. Und am Ende standen dann noch 3 Paare da. Und einer davon konnte noch weiterkommen. Weiter sind ja, und jetzt müsst ihr alle wirklich sehr stark sein. Es können immer noch rausfliegen Knossi, Mimi und Ali. Und wir wissen ja, es fliegen heute 2 raus. Da hat mein Herz natürlich geblutet, denn ich mag auch Mimi und Ali, aber ich hatte große Angst, dass Knossi gehen muss. Und dann ist es passiert. Weiter sind Knossi und Isabel. Knossi ist weitergekommen. Oh mein Gott, mein Herz. Ich wäre wirklich nicht froh gewesen. Ich werde jetzt auch nicht sagen, ich hoffe, dass Crisanti vor Knossi rausfliegt. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen unfair. Aber ich wünsche natürlich auch Crisanti das Beste natürlich. Vor allen Dingen habe ich jetzt natürlich Hoffnung, dass Knossi auf jeden Fall auch noch Crisanti in der nächsten Folge hinter sich lassen kann. Und wir ihn dann noch eine Woche länger sehen. Aber Knossi, dafür musst du dich auch anstrengen. Ne, und ein bisschen auf die Form achten. Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen, Leute. Ich hoffe, diese Folge hat euch wieder gefallen. Ich würde mich wirklich über Support einfach freuen. Teilen, kommentieren, bewerten, abonnieren. Es macht mir wirklich Riesenfreude und ich würde mich natürlich stark darüber freuen, wenn das Ganze in die Welt getragen wird. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für euren Support und wir sehen uns wieder in anderen Videos oder nächste Woche bei Let's Dance. Ich freue mich jetzt schon wieder richtig auf die nächste Show.